die jährliche Heizöllieferung. Familie Schmidt aus Hannover ist nicht erfreut über die Rechnung, denn dieses Mal ist es deutlich teurer als im letzten Jahr. 160 Euro mehr zahlen die Schmidts jetzt für die Öllieferung. Ja, das macht sich bemerkbar, ne? Es wird immer weniger, was man sich für den Euro leisten kann, ne? Die Energiekosten sind kräftig gestiegen. Gründe sind eine neue CO2-Steuer, der besonders kühle Frühling und eine Anhebung der Mehrwertsteuer. Und es bleibt offenbar bei diesem Trend. Was die Preise angeht, sehen wir allerdings wenig Entlastung. Zum einen bei Haushalten, die mit Gas heizen. Die sind weiterhin betroffen von der CO2-Abgabe, die es seit 2021 gibt. Diese wird auch noch bis ins Jahr 2026 steigen. Der Heizölpreis ist jetzt vom Mai auf Juni um 8% gestiegen. Auch an der Zapfsäule fällt die Preissteigerung stark auf. Benzin und Diesel verteuerten sich laut Statistischem Bundesamt seit Juni 2020 um mehr als ein Viertel. Die Jahresdurchschnittspreise stiegen von 1972 bis 2021 tendenziell an. Der Durchschnittspreis für 1 Liter Benzin liegt derzeit bei 1,48 Euro. Verstehen kann ich das leider nicht, weil es sind teilweise solche großen Sprünge mit in den Preisen drin. Als Verbraucher, der darauf angewiesen ist, zu tanken, ist das nicht schön. Man hätte es natürlich nicht so wirklich für da, aber was können wir machen? Können wir dagegen ja eigentlich gar nichts. Ja? Wir müssen das irgendwann so hinnehmen. Für den Verbraucher bedeutet das, wenn ich ein Benzinauto oder ein Verbrennerauto habe, werde ich mich darauf einstellen, dass der Sprit perspektivisch teurer wird. Das ist politisch auch gewollt. Im internationalen Vergleich gehört Deutschland zu den Ländern mit den höchsten Benzinpreisen. Liebe Zuschauer, Sie haben den Vorspann gesehen, Thema Energiepreise. Ich möchte mich, bevor wir uns über Energiepreise unterhalten, möchte ich zunächst zu Schröders Blick begrüßen, Silke Schröder. Und wir werden uns dann selbstverständlich auch über die Situation in Nordrhein-Westfalen, insbesondere Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz unterhalten. Hochwasser, schreckliche Bilder, die uns da erreichen. Silke, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Hallo liebe Zuschauer, hallo lieber Peter. Silke, wir werden dann über Energie sprechen und zwangsläufig dann über klimaerneuerbare Energien. Die Bilder, die wir gesehen haben, sind schrecklich, sind beeindruckend. Mehr als 1000 Menschen werden noch vermisst. Es hat über 80 Todesopfer gegeben. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in der Bundesrepublik jemals so ein Hochwasser in dieser Form so plötzlich gehabt haben. Ich glaube, du schließt dich dem an. Wir wünschen allen Menschen, dass es insgesamt gesehen für sie eine Situation ist, die ertragbar ist, dass man schnelle Hilfe leistet und dass die Menschen, über 1000 Menschen werden noch vermisst, mögen diese Menschen so schnell wie möglich gefunden werden und ohne dass sie verletzt sind oder dass Menschen noch zu Tode gekommen sind. Und unser Mitgefühl ist selbstverständlich bei den Angehörigen und bei den Menschen, ja, lieber Peter, die dieses Leid ertragen müssen. Ja, ich kann dir absolut beipflichten. Ich komme selber aus Hagen in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine der Städte, die jetzt am schwersten betroffen sind und habe auch von Bekannten und Verwandten gehört, die also von der Strom- und Wasserversorgung abgeschnitten sind. Ältere Menschen, die nicht mehr den Zugang zu Lebensmitteln haben, weil sie einfach durch die Wassermengen von der Außenwelt abgeschnitten sind. Also das sind ganz dramatische Szenen, die wir da sehen können und dem gilt unser Mitgefühl, selbstverständlich. Jetzt muss ich eines sagen von der Politik. Frau Merkel befindet sich ja zurzeit in den Vereinigten Staaten in Washington. Sie hat dort Präsident Biden getroffen, nachmittags hat sie ihre Ehrendoktorwürde bekommen, abends hat sie an einem festlichen Dinner teilgenommen. Es sind über 80 Menschen bisher nach der Erkenntnislage ums Leben gekommen. Sie hat ihr Beileid ausgedrückt. Dass eines der höchsten Ämter oder das höchste Amt im Staat, der Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier, sieht sich nicht genötigt, in dieser Form dann irgendetwas zu tun, irgendetwas zu sagen, vor Ort zu sein. Ist das ein weiteres Beispiel, wie die Politik weit weg ist vom Bürger, von den Sorgen und Nöten? Ja, vielleicht zwei Sachen dazu. Also von Herrn Steinmeier habe ich als letztens einen dringenden Impfappell vernommen. Ich finde auch, dass in dieser Notsituation, von der so viele Menschen betroffen sind, genau dort hat der Bundespräsident eines Landes seinen Platz.
nämlich das Mitgefühl mit den Menschen zum Ausdruck zu bringen und die Solidarität, die in Notsituationen wie dieser in der Gesellschaft erforderlich sind, auch zu bekräftigen und zu fördern. Zu Frau Merkel, ich habe gestern Nacht selber noch die Pressekonferenz zwischen ihr und Joe Biden gesehen. Man sah eine sehr entkräftete Bundeskanzlerin, die also, wie ihr das immer zu eigen ist, das Wort Multilateralismus zum Ausdruck brachte und doch eine relativ einsame Figur dort auf der Bühne neben einem relativ ebenfalls schwachen Herrn Biden abgegeben hat. Am Ende bei den vielen Fragen, die seitens der Pressevertreter kamen, war eigentlich auch wieder das Thema Impfung das Dominante. Und man kann sich schon mit Fug und Recht fragen, bei den Krisen, also die USA zum Beispiel, sind ja sehr, sehr nah dran an dem Thema Kuba, wo Tausende von Menschen demonstrieren gegen die unhaltbaren Zustände im Land, gegen die Unterdrückung. Und Deutschland, wo wir jetzt eben das aktuelle Hochwasserthema haben, gibt es da nicht wichtigere Themen als das Thema Corona-Impfung? Ich bin verwundert. Auch das Thema, dass sie dort geehrt wurde, was ihre Doktorwürde anging und Würde anging, und das ist die Doktorwürde. Ich bin befremdet, und das sind wir eigentlich schon seit langem. Liebe Zuschauer, lassen Sie uns jetzt bitte einen Sprung machen zu der Thematik. Alles, was geschehen ist, muss mit Bedacht überlegt werden. Die Folgen daraus und die Reaktionen, und nicht zu blinden Aktionismus neigen. Und wir haben im Vorspann gesehen, das Thema Energie, Energiebepreisung. Wir haben gesehen, dass wir bis 2026 wird die CO2-Abgabe steigen. Wir haben von den Heizölkosten gehört, die vom Mai zu Juni 8% gestiegen sind. Wir haben Diesel- und Benzinkosten, die innerhalb eines Jahres um 25% gestiegen sind. Wir haben auch gehört, dass Deutschland im internationalen Vergleich mit die höchsten Spritkosten hat. Silke, befinden wir uns in einer Situation, wo wir von unserem Territorialen, von der Größe des CO2-Ausstoßes wesentliche Bestimmungen haben, was das Klima angeht in der Welt? Also ich glaube, das erklärt sich schon jedem, der einen Blick auf die Weltkarte wirft, inwieweit Deutschland allein größentechnisch Einfluss nehmen kann. Zumindest ist es mal so, dass wir überhaupt nur dann Einfluss nehmen können, ich glaube, da stimmst du mir zu, wenn wir weiterhin führende Weltspitze im Bereich der Hochtechnologie sein werden. Und das können wir nur, wenn unsere Wirtschaft funktioniert und nicht auf ideologischen Altären geopfert wird. Und was wir natürlich im Moment ganz klar erleben, ist, dass die grüne Wohlfühlblase der größere oder auch selbst kleinere Koalitionspartner sich so dermaß entzaubert, wäre jetzt noch ein Euphemismus, eigentlich der Lüge entlarvt, das müsste man mal so festhalten. Also angefangen von dem berühmten Zitat, was vor vielen Jahren Jürgen Trittin gesagt hat, nämlich, dass die erneuerbaren Energien den Bürger nicht mehr als eine Kugel Eis kosten werden, bis hin zu dem Habeck-Zitat, dass das Geld, was jetzt auch die CO2-Bepreisung kostet, den Menschen zurückgegeben wird über eine Absenkung der EEG-Umlage. Das sind alles Worte, die sich ja nicht nur wie Annalena Baerbock mit ihrem Lebenslauf komplett als falsch entlarvt haben. Das müssen wir einfach mal so in den Raum feststellen. Und die Frage ist für mich, welcher klar denkende Mensch mag den Grünen so wichtig das Thema Klimaschutz unstreitbar ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber sprechen wir doch wirklich dann mal über die tatsächlichen Probleme, die im Klimaschutz zu adressieren wären und die es aber nicht werden, wie zum Beispiel das Thema Überbevölkerung. Aber dass wir jetzt hier unsere Atomkraftwerke abschalten, dass wir versuchen, einen Wechsel hin zur E-Mobilität aufs Parkett zu legen, der mit keiner Stromlast überhaupt gedeckt werden kann, das sind alles Mittel des Harakiri. Das wird nicht funktionieren, und man kann es jetzt schon sehen, ja. Letztlich ist es ja so, Deutschland muss eine führende Rolle spielen, im Bereich Länder zu unterstützen. Wir sprechen von Ländern, die keineswegs sagen werden, wir lassen uns unser Wachstum einschränken. Ich bin der festen Überzeugung, China wird es nicht tun, Indien wird es nicht tun und auch andere Länder werden es nicht tun von Bedeutung. Das heißt also, wenn wir uns denn weiter schwächen, und hier muss man eines sagen,
Wir haben Schlüsselindustrien, das ist nun mal die Autoindustrie und die Zulieferindustrie. Zweifelsohne ist es so, mit den Beschlüssen in Brüssel bis 2035 den Verbrenner zu verbieten. Man hat mal pauschal gesagt, das machen wir alles. Man weiß heute nicht, ob die Energieversorgung in dieser Form reicht. Man weiß nicht, wie es ist mit der Entsorgung der Elektrofahrzeuge. Jedenfalls eines weiß man ganz sicher, dass zur Produktion eines Fahrzeugs eine wesentlich geringere Fertigungstiefe notwendig ist und damit Manpower, als das jetzt bei Verbrennungsmotoren der Fall ist. Man weiß auch, dass wir derzeit die saubersten Verbrennungsmotoren haben, die es jemals gegeben hat. Das heißt also, Deutschland, und für mich ist es verwunderlich, Silke, dass keine Gewerkschaft irgendwo aufsteht und sagt, Moment mal, wir laufen ja schlichtweg in eine Katastrophe hinein. Wir haben ca. 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes. Wir werden die Fahrzeuge, die wir in Deutschland haben, wir sprechen von 40 Millionen, 45 Millionen Fahrzeugen, da sind Transporter und LKWs dabei in der Größenordnung. Man wird diese Fahrzeuge in Drittländer verkaufen. Die Fahrzeuge werden nicht verschrottet werden. Das heißt also, exakt diese Fahrzeuge werden bis ihren totalen Zusammenbruch laufen in anderen Teilen dieser Welt. Wir setzen um auf Elektromobilität, um irgendwann mal zu erkennen, Moment mal, mit diesen Akkus, das ist ja nicht der Weisheit letzter Schluss. Wir haben Chile, haben wir ausgebeutet, was das Fördern von Silizium angeht und anderen Ländern. Das heißt also, wir machen eine Politik ohne Ziel und Maß. Dass es notwendig ist, hast du angesprochen. Klimaschutz muss gemacht werden, aber Klimaschutz geht nur im Bündnis mit den Großen dieser Welt. Und jeder, der meint, ein Joe Biden, der heute sagt, wir schließen uns den Pariser Klimazielen an, der wird spätestens umkippen, wenn die amerikanische Industrie ins Wackeln kommt. Ich glaube, darüber gibt es keine Diskussion und keine Streitpunkte. Genau, in den USA sehen wir jetzt ja auch schon den Beginn einer ganz großen Inflationsentwicklung, allen gigantomanischen Corona-Hilfspaketen zum Trotz. Also die USA haben natürlich auch eine andere Mentalität, sind ohnehin nicht so staatsgläubig, wie wir das sind. Also da wird sich der Wind schneller drehen, als Joe Biden das Blatt seiner Rede umdrehen kann. Also da bin ich mir relativ sicher, die werden ziemlich zeitnah, weil sie natürlich auch nicht diesen Versorgungsstaat haben, vom Kopf wieder auf die Füße gestellt werden, was bei uns sich leider aktuell überhaupt nicht abzeichnet. Wir machen, und das hast du eben genau auf den Punkt gebracht, eine Politik der Nabelschau. Also damit wir uns gut fühlen können, ist es uns egal, dass in Argentinien Versteppung stattfindet durch den Abbau seltener Erden. Damit wir uns als Meister der Humanität fühlen können, ist es uns egal, dass Italien und Griechenland unter dem Migrationsdruck ächzen. Also wir machen im Grunde genommen eine komplett egoistisch infantile Politik, die immer zu Lasten Dritter geht. Und wie du das eben schon gesagt hast, was wir eigentlich in den Fokus nehmen müssen, ist eine Politik der Hilfe zur Selbsthilfe. Denn da können wir noch, muss man sagen, punkten. Aufgrund unseres hohen Bildungsniveaus, aufgrund unserer Hochtechnologie, wo wir in einigen Bereichen doch noch sehr führend sind, da könnten wir in Länder reingehen und wirklich umweltschonende Technologie verkaufen, sie bewerben, also da auch als Vorreiter eine Rolle spielen. Was wir im Moment tun, ist zu versuchen, eine ideologische Vorreiterrolle einzunehmen. Und dafür bekommen wir, auch wenn unsere linksgrüne Presse dort nicht drüber berichtet, bereits jetzt schon ein gehöriges Maß an Verachtung von anderen Ländern entgegengeschlagen. Aber das scheint der Kurs zu sein, auf dem man sich weiterhin bewegen will. Nur so kann ich Frau von der Leyen's Worte deuten, die also sagt, der Ausstieg aus dem Verbrenner muss jetzt wirklich bis spätestens 2035 erfolgt sein. Naja, VW sagt sich, dann bauen wir unsere Verbrenner halt in China weiter. So ist das. Die denken halt wirklich global. Die interessiert das nicht, ob der wie viele tausend Arbeitsplätze dann in Deutschland verloren gehen. Die haben halt ihre Umsätze und Gewinne im Auge. Und was das für die deutsche Gesellschaft bedeutet, ist denen am Ende des Tages wahrscheinlich relativ wurscht. Uns sollte es nicht sein. Eine Korrektur, es ist natürlich Lithium, das hier abgebaut wird in Argentinien und in Chile. Also nicht, dass jemand sagt, ich wisse das nicht, das weiß ich schon. Aber die Interviews sind nun mal so, wenn man das hauptberuflich macht, hat man eine Zuarbeitung von der Redaktion. Dann muss ich bloß noch ablesen. Aber die Dinge, die wir hier tun, das macht auch mit die Redaktion. Aber vieles mache ich dann selbst. Aber du hast eines, hast du richtigerweise gesagt, man muss sich klar sein, das heißt also, unser Ablasshandel, den wir hier betreiben, dass wir sagen, also wir zahlen die hohen Preise und da
Ich bin überzeugt davon, vielen geht es so, auch insbesondere in der grünen Fraktion, die sagen, okay, dann fahre ich halt mein G-Modell weiter, das große von AMG oder was von BMW und was es da alles gibt und Land Rover und alles, aber dann zahle ich halt ein bisschen mehr. Dann habe ich halt einen Ablasshandel. Das ist so, dass ich gehe zur Kirche, mache meine Beichte und dann ist das erledigt. Über eins muss man mir im Klaren sein. Und das ist das, Silke, da komme ich nochmal auf die Gewerkschaften zurück, dass die nicht begreifen, was hier verloren geht, wird woanders aufgebaut. 1000-prozentig. Das heißt also, wir haben ja bisher den Ausverkauf unserer Technologie an China. Denk an KUKA, ich denke an Kramer, ein Sitzhersteller bei uns mit 10.000 Beschäftigten, chinesischer Hauptaktionär und Inhaber. Das wird woanders dann sein. Das heißt also, Deutschland wird, und das ist kein Horrorszenario, es wird kommen, Deutschland wird nicht viertstärkste Wirtschaftsnation bleiben, sondern Deutschland wird schrumpfen. Deutschland wird schrumpfen mit der Erkenntnis, oh, das war ein Versuch, den haben wir gemacht, aber der ist gänzlich schiefgegangen. Nur mit der Konsequenz, dass diese Arbeitsplätze, diese Art der Industrialisierung und des hochtechnologisierten Wissens nie mehr nach Deutschland zurückkommen wird. Darüber muss man sich im Klaren sein. Das heißt, wir betreiben ein Spiel auf das Messer Schneide unter Beteiligung der Gewerkschaften, die stillschweigend zuschauen. Aber man muss sagen, hier ist die Verflechtung zwischen Grün, Links so stark, dass die diesen Kurs mitfahren. Was ich mich frage, Silke, geht's dir auch so? Warum sind die Arbeitnehmer so still? Warum begreifen die nicht in den großen Herstellerfirmen, Hersteller sind oder Zulieferer, Moment, wir graben uns ja das Wasser ab und uns wird ja etwas vorgemacht und dann heißt es sozialverträglicher Arbeitsabbau, bloß der ist irgendwann mal vorbei. Ja, noch ein Wort vielleicht auch zu den Gewerkschaften. Ich glaube, die Gewerkschaften sind auch ein gutes Beispiel für das, was aus diesem Land nach 16 Jahren Merkel-Regierung, die ja jetzt dem Ende naht, geworden ist, nämlich ein Land der Opportunisten, zumindest auf der Ebene, wo politisch agiert wird. Von Merkel lernen heißt, dass man sich nach Umfragewerten, nach Opportunitäten, die medial gefördert sind, richtet. Das haben wir bei ihr wirklich sehr, sehr eindrucksvoll in den letzten Jahren gesehen. Und die an ihrem Tropf oder am Tropf der Bundesregierung und den daran hängenden Ressorts befindlichen Teilnehmer auf der politischen Bühne haben das einfach sehr, sehr stark verinnerlicht. Und ich finde, das erklärt es auch. Und das Thema der Arbeitnehmer ist, glaube ich, genau wie wir das auch in anderen Teilen der Bevölkerung sehen, ein Zeugnis dafür, dass wir Demokratie verlernt haben. Also ich spreche ja selber mit vielen Leuten, die sagen, ja, was soll man denn machen? Was können wir denn als Bürger wirklich machen? Wir drücken einfach die Augen zu und hoffen, dass schon alles gut gehen wird. Und wir haben ja ein starkes Europa und wir haben jetzt auch so lange keinen Krieg gehabt. Und eigentlich ist es doch eine Erfolgsgeschichte. Und eigentlich geht es uns doch noch ganz gut. Und was ich daran so traurig finde, ist, ich sage mal, das, was Deutschland in den letzten Jahrzehnten auch von der Industriepolitik ausgezeichnet hat, ist ja ein sehr vorausschauendes Denken, wirklich am Puls der Zeit zu sein, in Forschung und Entwicklung zu investieren und eigentlich, wie du das eben sagtest, mit den Verbrennungsmotoren wirklich State-of-the-Art Produkte für den Weltmarkt liefern zu können. Und wir sind eigentlich jetzt alle als Gesellschaft in der Politik nur noch im Moment verhaftet. Jeder Mensch, der sich mit den Details befasst, und da muss man gar nicht besonders tief einsteigen, weiß, dass der Green Deal, den die EU anstrebt, die Mobilitätswende hin zu E-Mobilität nicht klappen kann. Wir haben einfach die Stromversorgung gar nicht und die wird aus Windrädern und Solaranlagen nicht gewonnen werden können. Jeder Mensch weiß, dass der Sozialstaat, wie wir ihn im Moment haben, mit diesem Migrationsdruck, ja, wir sehen es ja im Moment auch am Beispiel von Weißrussland, wo weiter in den Teil West- und Nordeuropas gedrückt wird, also dass das auch nicht wird auf Dauer weiter funktionieren können. Also wir sind an ganz, ganz vielen Stellen doch schon wie eine, ja, jetzt dem Hochwasser entsprechend mal ein Beispiel zu bringen, wie eine Talsperre, die kurz vorm Bersten ist. So, und leider schließen viele Leute davor, weil sie sich so ein Unglück, so eine negative Entwicklung gar nicht vorstellen mögen, die Augen und sagen, na, dafür sind ja unsere gewählten Volksvertreter da. Die werden das irgendwie schon richten. Und da muss man leider sagen, es sieht nicht danach aus. Also im Moment sieht es ganz und gar nicht danach aus. Nun gibt es ja Menschen, die haben, ich sage mal, direkt abgesahnt, haben gut verdient und stehen jetzt plötzlich da und sagen, ich rette die Welt.
Dazu zählt Joe Käser, ehemaliger Vorstandsvorsitzender Siemens, der sagt also, Annalena Baerbock ist, und das muss man wirklich sagen, das ist ein Beispiel für mich, wo man wirklich sagt, in aller Welt Kraftwerke und Kohle- und Atomkraftwerke mit installiert und in vielen Bereichen daran Milliarden verdient. Und er stellt sich jetzt hin und sagt so, wir müssen aber jetzt plötzlich ganz anders. Ein weiterer ist Eckhard von Hirschhausen. Eckhard von Hirschhausen, ich kenne noch seine Anfänge, wie er so ein bisschen so Entertainment gemacht hat, seine Sprach-DVDs, so ein bisschen aus spaßig heraus. Und Eckhard von Hirschhausen erquickt sich jetzt, nachdem er von der ARD, von einem zwangsbezahlten Sender sicherlich gut alimentiert wird, Priorisierung von Wirtschaft geht mir auf den Sack, wütet er bei Illner. Und das sind so Dinge, wo ich sage, erstens mal vom Sprachgebrauch und zum Zweiten muss ich sagen, es ist wunderbar, hast die Insel der Glückseligkeit erreicht, hast deine Abendsendung, bist überall zu sehen, hast überall die Auftritte durch Zwangsgebühren und jetzt reißt den Mund auf. Silke, wie gehst du mit so Leuten um? Ja, ich finde, Herr Hirschhausen befindet sich in guter Gesellschaft. Also in den öffentlich-rechtlichen Medien haben wir ja nun zahllose Vertreter des linksgrünen Zeitgeistes. Und das muss man eben auch insgesamt von der grünen Politik sagen, die ja nicht nur von Grünen gemacht wird, sondern auch von CDU, SPD und allen sonstigen Mainstream-Parteien adaptiert worden ist. Das ist eine Politik der Erbengeneration, der Alt-68er, derer, die gerne im Lastenfahrrad durch ihr beschauliches Berlin-Kreuzberg gondeln und die eigentlich nur Verachtung auch haben für die arbeitende Gesellschaft. Oder wenn sie keine Verachtung haben, dann zumindest überhaupt gar kein Verständnis, sich für die auch nicht interessieren, was es bedeutet, irgendwo auf dem Land zu wohnen, täglich 100 Kilometer Arbeitsweg mit dem Auto zurücklegen zu müssen, weil gar keine öffentlichen Verkehrsmittel, Lastenfahrräder oder sich irgendwas anderes auch nur anbietet. Es ist eine Politik des Elfenbeinturms, für die auch ein Herr Hirschhausen steht. Eine Politik der Utopie, des Wunschdenkens, der Infantilität, muss man eben auch sagen. Ein Utopismus der bunten Einhörner, wo alles ganz schön wäre, wenn wir CO2-neutral und multikulturell und allen geht's gut und alle freuen sich. Und dann, das wird ja in Medien seit einiger Zeit auch sehr intensiv diskutiert, dann haben wir auch noch alle die 4-Tage-Woche. Keiner muss mehr so richtig arbeiten. Es gibt das bedingungslose Grundeinkommen. Aber jetzt mal ehrlich, Peter, das ist eine Fantasiepolitik. Und die ist wirklich, die lässt die reale Bevölkerung, die Menschen, die die Gelder erwirtschaften, die die Steuern zahlen, von denen diese Kasper, egal ob das die Politiker oder eine Mediengestalt wie Herr Hirschhausen bezahlt werden, erwirtschaftet. Das ist doch, ja, das ist doch wirklich eine Form von Verachtung. Und die Frage ist immer, it takes two to tango. Also es gehören immer zwei dazu, die missbrauchen und die aber diesen Missbrauch auch zulassen. Warum boykottieren wir das nicht? Warum spielen wir dieses Spiel mit? Warum stehen wir regungslos an der Zapfsäule, wenn sich der Liter Superbenzin innerhalb eines Jahres um fast 30% verteuert hat? Keine Regung. Ich verstehe es nicht. Wir haben eine Sendung gemacht, Feigheit und Lethargie und Mutlosigkeit. Und das gibt ja verschiedene Dinge, wenn in Deutschland etwas passiert, falsche Täter, falsche Opfer. Du hast eben gerade angesprochen, das Thema die ländlichen Regionen, wenn jemand über 100 Kilometer fährt. Es gibt ja jetzt verschiedene Tweets von Politikern, übrigens auch von Leuten, die in der ARD gut beschäftigt waren, ARD-Magazine, die sagen, wir brauchen endlich eine Stadtpartei, dass die Menschen auf dem Land begreifen, dass wir ihre Infrastruktur bezahlen. Und da muss ich wirklich sagen, es wird immer vorgeworfen, dass Menschen im Netz die Gesellschaft spalten. Es ist umgekehrt. Spalten tun Leute wie Merkel und Konsorten, wie Baerbock und Konsorten. Ich will von der Linkspartei gar nicht mehr reden. Also das sind diejenigen, die spalten und die eigentlich einer Blase sitzen, weil die kriegen das tägliche Leben, die Sorgen und Nöte der Menschen gar nicht mehr mit. Erstaunlich war diese Woche, war am 14. Juli die Erkenntnis von Peter Altmaier, wir brauchen mehr Strom. Er hat erkannt, dass wir bis 2030 ca. 15% mehr Strom brauchen. Und er weiß nicht, wo wir es herkriegen. Also eine Erkenntnis, die für einen Bundeswirtschaftsminister, die ist sensationell, muss ich sagen. Wobei sich ja die Schere durch Abschalten von Kohlekraftwerken, na, die geht ja weiter nach oben. Und
wenn jemand mal sieht, wo, wie, was errichtet wird, dass es im Augenblick noch keine Speicher gibt. Ich sage nur allen, wir bewegen uns wirklich auf des Messers Schneide. Wir bewegen uns auf des Messers Schneide. Und wenn selbst ein Bill Gates sagt, wir müssen überlegen, ob die Atomindustrie nicht eine Brücke sein kann zu regenerativen Energien mittelfristig, da muss man sich sagen, selbst der beginnt das Denken. Warum beginnt er das Denken, Silke? Weil er Milliarden in diese Industrie investiert hat und weil er Sorge hat, dass seine ganzen Fonds, seine ganze Anlageform, dass der Schneeballsystem zusammenfällt wie unterm Bunsenbrenner, dass das zu schmilzen beginnt, beginnen die zu überlegen und sagen, Moment mal, jetzt schieße ich mir ja selber ins Knie. Erstaunlich ist ja auch, dass unsere Nachbarn in den Niederlanden ganz stark dabei sind, wieder auf Atomenergie umzuschwenken. Jetzt mit neuen Meilern, die deutlich sicherer, deutlich umweltschonender sind. Und das ist eben auch mal Fakt, was benannt werden muss. Das wird ja von unseren linksgrünen Medien totgeschwiegen. Atomstrom ist eine wirklich saubere Energie, jetzt mal von den Überresten, die man dann zu entsorgen hat, abgesehen. Aber es ist die Form der Energieerzeugung, die das Mittel der Wahl ist auf einem Planeten, der einen immer höheren Energiebedarf hat. Wo soll denn der Strom herkommen? Wo sollen denn die Ladesäulen, die die EU jetzt als notwendig propagiert bei der Umsetzung einer Umstellung auf E-Mobilität, wo soll der denn herkommen? Im Moment würden wir nicht annähernd in der Lage sein, die angestrebte Zahl von Fahrzeugen oder Ladesäulen mit Strom zu bedienen, die da jetzt in Planung sind. Also für mich bedeutet das im Umkehrschluss eigentlich nur, dann will man offenkundig die individuelle Mobilität gänzlich abschaffen. Denn sonst würde ich ja nicht mit Vollgas in einen Plan reinfahren, der mit der jetzigen Konstellation aus dem Energiemix gar nicht umsetzbar ist. Man muss sich bitte Folgendes vorstellen. Die Grünen kritisieren das Thema Steueraufkommen, dass kleine und mittlere Einkommen entlastet werden sollen. Gleichzeitig sind sie aber diejenigen, die den kleinen und mittleren Einkommen das meiste Geld aus der Tasche ziehen. Nämlich, wie wir gesehen haben, an den Energiekosten. Also insgesamt gesehen kann man nur an die Menschen appellieren, entscheiden tun wir alle miteinander. Das heißt also zu glauben, diejenigen, die den Kahn ziehen, also wir ziehen den Kahn, die meinen, ihn lenken zu müssen. Das sind für mich die Verkehrten. Und ich muss auch eines sagen, dieses System, wie wir jetzt haben, wir haben im Herbst Wahlen. Du musst entscheiden, was tust du? Es ist nicht leicht, zugegebenermaßen. Wir befinden uns in einem Dilemma. Wählen wir Volksparteien, die es in dieser Form nicht mehr gibt, die eine Partei hat jetzt 30%, aber dann nehmen die das zum Anlass zu sagen, wir haben ja alles richtig gemacht. Es gibt andere Parteien, die werden in ihrer Oppositionsarbeit wichtiger denn je. Die leisten sich immer wieder Fauxpas, wo man sagen kann, seid ihr unterwandert? Schafft ihr es nicht, dass ihr mal ein einheitliches Erscheinungsbild habt? Deutschland, Europa, könnt ihr euch nicht abstimmen, wenn jemand nach Moskau fliegt? Andere leisten die Arbeit, die sind an den Wahlständen, die sind durchaus respektabel, sehr gut in Interviews. Nicole Höst, Martin Hest, Kai Gottschalk und viele andere. Ist es nicht in der Lage, dass man sagt, habt ihr keine Öffentlichkeitsarbeit, könnt ihr euch nicht befreien von Menschen, die dann anfangen und sagen, schwuchteln, wo jeder normal denkende Mensch sagt, nee, also tut mir leid, bei allem Wohlwollen und bei vielen Dingen, die gerechtfertigt sind, aber das kann ich nicht wählen. Wie gehst du damit um, mit diesem Dilemma, das wir eigentlich in der Politik haben? Also ich glaube, das Personal von Parteien ist das eine. Wenn ich da den Querschnitt der Parteien mir anschaue, gibt es keine einzige Partei, bei der man jetzt nicht, wenn man das mal freundlich formulieren möchte, sehr seltsame Gestalten findet. Am Ende des Tages sollten wir uns wirklich, die Mühe sollte sich jeder machen, die Parteiprogramme einmal anschauen, inhaltlich überprüfen, was dem entspricht, wofür man selber zu stehen glaubt und dann eine qualifizierte Wahl nach bestem Wissen und Gewissen zu treffen. Und das ist natürlich, da gibt es kein richtig und kein falsch. Das muss man wirklich mit den eigenen Werten abgleichen. Ich möchte nur eins zu bedenken geben, das Thema unserer heutigen Sendung, das Thema der Energiebepreisung. Also wenn wir uns anschauen, dass die CO2-Zertifikatsbepreisung, wie wir sie jetzt sehen, ja noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein soll. Und wenn wir uns vorstellen, das ist ja auch von Seiten der Bundesregierung bestätigt worden, dass ab Herbst die Preise für
fossile Brennstoffe noch weiter steigen werden, dass wir im Januar wahrscheinlich, Anfang nächsten Jahres, erst die richtige Welle an Insolvenzen, auslaufendes Kurzarbeitergeld, also die ganzen Restanten der Corona-Pandemie zu spüren bekommen werden, dann sollte man sich sehr gut überlegen, was das für Auswirkungen auf dieses Land haben kann und ob es nicht doch an der Zeit ist, für Vernunft und Maß und Augenmerk zu stimmen und sich nicht weiter von Wohlfühlgedanken ideologischer Natur einlullen zu lassen. So will ich das, glaube ich, mal stehen lassen. Richtigerweise. Gleichwohl muss man sagen, die Öffentlichkeitsarbeit sollte hier in dieser Form in Hände gelegt werden, die etwas davon verstehen. Und das trifft auch viele Parteien. Silke, zum Schluss das Thema Handel mit CO2-Zertifikaten. Man hat ja jetzt gesagt Folgendes, die CO2-Zertifikate, der Handel wird sich verteuern, ohne Zweifel. Zum anderen ist es so, man sagt Länder, die letztlich, wenn wir importieren nach Europa, sprich auch nach Deutschland, wird man Strafzölle erheben aus Ländern, die letztlich ihre Produktion nicht so umweltfreundlich gestalten wie in Europa und in Deutschland. Nun muss man eines sagen, liebe Zuschauer, gestattet mir, das ist an Naivität nicht zu übertreffen. Man möge sich jetzt bitte vorstellen, China produziert nicht so umweltfreundlich, wie wir uns das vorstellen. Jetzt sagen wir zu China, einem Giganten, pass mal auf China, wir verteuern deine Waren um 20%. Mhm. Da wird China sagen, das machen wir selbstverständlich, damit sind wir einverstanden. Jeder, der davon betroffen ist, wird sagen, das könnt ihr alles machen, aber dann erheben wir Zölle. Und zwar Ausfuhrumsatzzölle. Und das sind Größenordnungen, die werden immens sein. Das heißt also, alles, was von Brüssel gemacht wird, wo zugestimmt wird, soll jeder, der jetzt im Semester Betriebswirtschaft, Wirtschaftsingenieur, sagt, Moment mal, die Rechnung geht ja überhaupt nicht auf. Und das ist dieser Wahn, den man als Unternehmer hat und sagt, Moment, da ist ja noch nicht mal der erste Schritt gemacht und da bin ich im Abgrund. Also man muss ja eins festhalten, in Deutschland ist der Mittelstand immer unser Rückgrat der Wirtschaft gewesen. Mit der Politik, die wir jetzt erleben, maßgeblich unter deutscher Führung seitens der EU konzipiert, wird sich dieses Rückgrat nicht mehr aufrechterhalten lassen. Und da muss sich jeder von uns überlegen, ob er dem zustimmt, ob er verantwortlich sein möchte, dass diese Art von Politik weiter betrieben wird oder nicht. Wir wollen was ändern und wir werden mit verschiedenen Politikern sprechen. Auch gerade deiner Aussage Genüge getan, dass wir die Menschen zeigen, dass wir sagen, Mensch, das ist interessant, was die erzählen, dem schenke ich Glauben. Dir schenken wir Glauben. Recht herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal. Schröders Blick. Dankeschön. Vielen Dank. Bis bald.